Oh, ihr Freunde von Wasserleveln, willkommen zurück zu Mario. Wir sind mit den beiden Leveln durch. Und jetzt geht's in die Uhrwerk-Ruinen-Galaxie. Klingt doch spannend. Also Uhrwerk-Ruine finde ich auf jeden Fall cool. Und Ruinen, finde ich, sind eh immer ein interessantes Thema. Also ich finde, Ruinen sind mit so eins der klassischen Themen, die man in so Jump'n'Runs haben kann. Und auch eins der schönsten. Mögen andere Leute anders sehen, aber ich finde Ruinen immer sehr, sehr ansehnlich. Ich wollte die Sternenteile noch mitnehmen. So, für die Sternenteile einsammeln, was hier. Nix. Okay. Alles abchecken, wir haben die Kometenmünze noch nicht. Neues Level, neue Kometenmünze. Was will ich hier finden? Ist das einfach nur so ein... Ich glaube, das ist ein Safe-Spot, falls man runtergefallen ist. Und es irgendwie überlebt hat, runterzufallen. Da unten ist auf jeden Fall auch noch ein unterer Bereich, an den ich auf jeden Fall auch hin möchte. Aha. Ich bin hungrig, gibst du mir 30 Münzen zu essen? Die sind so lecker. Später. Haben. Ob wir so viele besorgen können, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Gegner umgehen. Ah. Und wahrscheinlich noch mal ein Stück zurückgehen. Weil da reichen unsere jetzt nicht. Aber hier drüben gibt es ja noch ein paar, die man abgreifen kann. So, 26 Hammer. Oder ich sterbe einfach. Okay, machen wir nochmal. Okay. 30 Münzen. Ihr merkt es euch. Lasst mich drauf, dass ihr euch das merkt. Okay, er
nichts holen. Gib mir die Wasser. Leute, glaube ich, muss von denen ein paar platt machen. Kein Weg dran vorbeikommen. Ah, die Münze ist weg. Dass ich zumindest ein paar von den Typen erledige. So, nee, da war ja nichts. Da war ja nichts zu holen. So. Die Münze, die Münze, die Münze, die Münze. Au. Irgendeiner mitgezählt, wie viele Münzen ich jetzt schon habe? 17 da unten. Okay, 20, 21 sogar. 21 Münzen haben wir. Wieder noch dran. Das war knapp. So. Okay. Ach, hier ist auch nochmal so ein... Ja, seht ihr mal, da haben wir es schon. War gar nicht so schwer. Hätte ich mir gar nicht so viel Mühe geben müssen. Wir hatten jetzt noch das letzte Rad. Aber gut. Lieber einmal mehr Mühe geben, als einmal zu wenig. Oh, ist das so ein Zeitstopp-Ding? Ja. Das glaube ich echt nur, dass ich das Leben kriege. Aber ist egal. Nehmen wir mit. Nimm alles, was du kriegen kannst und nichts davon. Lass das Leben jetzt einfach liegen. Nein, ich muss jetzt warten, bis der mal fertig ist. Knapp, aber ging. Denk immer, es passiert was anderes Besonderes. Und nicht nur sowas. Aber gut. Erste Münze haben wir, ersten Stern haben wir, aber noch keine Münze.
Grauer Ruinentritt probieren wir nochmal. Mal gucken, was draus wird. Jetzt brauche ich ja nicht mehr zwangsweise die Münzen. Jetzt kann ich da auch ein bisschen schneller drüber gehen. Da, Sternenteile. Sowas hier, das nehmen wir natürlich mit. Um unsere Gourmet-Lumas und vor allen Dingen unseren Toad zu finanzieren, der ja die Bank macht. Der Tod will ja auch finanziert werden. Ja, das war nix. Ja, brauche ich die andere Seite. Weil hier kann ich dann da durch, wenn ich es hinkriege. Wenn oder falsch. Am Überlegen abzukürzen, aber eigentlich, mir fehlt ja noch die Kometenmünze. Eigentlich will ich nicht. Dann ist da ein Schalter an der Seite, das gefällt mir nicht. Warte kurz mal eine Phase. Bevor mich hier irgendwas rausschiebt, sehe ich überhaupt nicht ein. Das kann ich nicht löschen. Ich versuch's gleich erst. Aber ärgerlich, ich war fast oben. Bin mir sicher, hier kann man wunderbar mit gezielten Bandströmen eigentlich fast alles umgriffen. Aber dafür bin ich nicht geskillt genug. Aber Speedrunner machen das bestimmt. Wir sind aber keine Speedrunner. Und ich krieg nicht mal den einen Sprung. Das wollte ich nicht. Tut mir leid, Gumba, dass ich dein Zuhause kaputt gemacht habe. Ja, mal ganz ehrlich, sowas installiert man sich doch auch nicht. Ja.
Oh, vielen Dank, dass du mich befreit hast. Endlich jemand, der meine Hilferufe hört. Zum Powerstein geht's hier entlang. Nein. Ja, hier war noch keine Kommentare. Da ist er. Ich glaube, ich habe es so gesehen. Pass auf. Ich bin bloß nicht sicher, wo genau die jetzt war. Ich glaube, da muss hier irgendwas tun. Genau. Wie soll ich denn da dran kommen? Das ist viel zu weit oben. Selbst auf den Rädern komme ich da nicht hin. Aber ich muss halt von... noch weiter oben. Auf so ein Rad. Ja, mit dem könnte es klappen. Aber nicht. Immer sicherheitshalber das Leben hier mit. Okay, noch weiter hoch. Also ich muss quasi von Anfang an mit dem Ding fahren. Nein, nein, nein. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Scheiße. Hab's verpasst. Hör das nicht an. Auch mal eine große Lücke, in die ich passe. Was auch immer das gerade für ein Lag war. Ah, jetzt ist wieder asynchron bei mir. Okay. Lass mich einfach nochmal komplett mit runternehmen, ist mir egal. Ich habe meine Münze, das passt. Und da es jetzt asynchron ist, werde ich gleich den Part beenden. Weil mich das aus dem Konzept liegt irgendwie an der Capture Card, mit der ich das halt aufnehme, meine Wii U. Aber ich weiß nicht genau, was es ist. Das war eine verflucht riskante Aktion. Aber wir leben ja hier nach dem Motto, it ain't stupid if it works. Ist nicht dumm, wenn es funktioniert. So, ich lasse noch einmal Messer rausfahren und dann... ja, dann versaue ich das Timing. Gib mir mal kurz dein Leben. Wie auch immer Mario das rückwärts macht. Aber Mario kann's halt. Ich lasse mich hier einfach nach oben fahren. Ich sehe das überhaupt nicht. Ein. Oder halt so gar nicht. Ja, wir fangen einfach nochmal unten an. Was haltet ihr davon? Oh,
Okay, wir haben es bis hierhin geschafft. Ende Knoten, alles Knoten. Was ist hier? Hier gibt es nochmal Leben zu holen. Ja, das war der längere Weg, den ich genommen habe. Aber es geht trotzdem noch auf. Das werde ich aber nicht mehr schaffen. Ah. Überraschend viel Zeit für mich eingeplant. Finde ich gut. Und nochmal schön Sternteile abkassieren können. Aufzutragen. Da ist mein Stern, okay. Das habe ich noch gut gerettet. Ich habe vergessen, dass da die Nägel sitzen. Ah, diese Asynchronität, ne? Aber wir nehmen natürlich das ganze Zeug, was wir bekommen. Neuer Brief. Habe ich einen Brief für dich. Ich bin ein legendärer Spieleprofi. Es gibt ein neues Spiel, in dem du dich mit mir messen musst. Ich warte in der Honighüpfer-Galaxie. Zeig mir, wie gut du bist. Dein Wanderaffe. Aber es heißt doch nicht dein Wanderaffe, es heißt euer Wolf. So. Und genau darum geht es nämlich jetzt, weil Part-Abmoderation. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht mit Mario Galaxy 2. Bis dann, euer Wolf.